Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video wird es um die sogenannte Makuladegeneration gehen und auch um Myopie, das heißt um die Kurzsichtigkeit und um den Zusammenhang mit Omega-3-Fettsäuren. Zuerst werde ich nochmal erklären, warum denn Fette essentiell für unseren Körper sind und für die Bestandteile unseres Körpers, das heißt auch für unsere Zellen und für unser Fettgewebe. Dann werde ich kurz auf Omega-3 und Omega-6 eingehen und das Verhältnis von diesen Fettsäuren und dann werde ich auch noch zwei Studien vorstellen, die wirklich recht klar und deutlich machen, dass Omega-3 super gut und unerlässlich für ein gesundes Sehvermögen ist. Ja, vielleicht fällt es dem einen oder anderen schwer zu glauben, wenn man hört, dass Fett gut für die Gesundheit ist. Aber da muss man natürlich differenzieren, denn es gibt viele verschiedene Fette und es gibt gute Fette und es gibt schlechte Fette. Gehen wir kurz auf die Fettsäuren ein. Die Fettsäuren sind sozusagen die Grundbausteine der Fette. Ohne diese Fettsäuren wäre eine Bildung bzw. eine Neubildung von Zellen, von den Organen und von Nerven nicht möglich. Unter anderem sind diese Fettsäuren übrigens auch Teil von hormonähnlichen Verbindungen. Und der Körper kann teilweise essentielle Fettsäuren nicht selber herstellen und deswegen ist es wirklich lebensnotwendig, dass wir diese Fettsäuren über die Nahrung zuführen. Hier gehe ich kurz auf zwei Arten der essentiellen Fettsäuren ein, und zwar einmal auf die Omega-3-Fettsäure, die habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, die Wichtigkeit vor allem davon, und auf die Omega-6-Fettsäure. Beide dieser essentiellen Fettsäuren sind wirklich wichtig für unseren Körper und auch notwendig für unseren Körper. Und beide dieser Fettsäuren leisten ihren Anteil, dass wir gesund leben können. Aber die Omega-6-Fettsäure ist gleichzeitig, wenn wir sie zu viel mit der Ernährung zu uns nehmen, entzündungsfördernd. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, denn das ist sehr, sehr vielen Leuten nicht klar. Und so ein paar Beispiele möchte ich euch jetzt hier aufzeigen, wo Omega-6-Fettsäuren enthalten sind. Also ihr seht, teilweise in Fertiggerichten ist Omega-6 sehr, sehr stark enthalten, in Fastfood ist Omega-6 enthalten und in weiteren Ölen, die wir so tagtäglich zu uns nehmen. Das heißt, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was für einen Omega-6-Überschuss wir im Körper haben und welche Bereitschaft unseres Körpers dementsprechend zu stillen Entzündungen herrscht. Wenn wir aber jetzt von den Omega-3-Fettsäuren ausgehen, von den essentiellen Fettsäuren, dann wissen wir, dass diese Omega-3-Fettsäuren genau das Gegenteil tun. Und zwar wirken diese entzündungshemmend. Nur leider nehmen wir im Gegensatz zu den Omega-6-Fettsäuren von den Omega-3-Fettsäuren heutzutage aufgrund unseres Lebensstils und aufgrund unseres Ernährungsstils viel zu wenig davon zu uns. Das heißt, dieser Spiegel von Omega-6 zu Omega-3 ist total unausgeglichen und stille Entzündungen haben aufgrund dessen, dass die Omega-6-Fettsäure so viel mehr in unserem Körper dann vorherrscht durch den jetzigen Ernährungsstil sozusagen, freie Fahrt und freie Bahn. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Augengesundheit aus. Es gibt inzwischen zahlreiche Studien, die wirklich beweisen und belegen, dass sich die Omega-3-Fettsäuren positiv auf das Sehvermögen auswirken, und zwar tatsächlich sogar schon bei Säuglingen. Und deshalb hat die Natur es so geregelt, dass Omega-3-Fettsäuren tatsächlich in der Muttermilch vorkommen. Also DHA kommt in der Muttermilch vor und deshalb ist es auch so, dass teilweise in Babynahrung Omega-3-Fettsäuren hinzugeführt werden, damit die Kinder wirklich auch ein gesundes Sehvermögen entwickeln. Jetzt machen wir jetzt aber einen großen Sprung vom Säugling zum Erwachsenen. Natürlich wird der Säugling, wie gesagt, auch irgendwann größer und ernährt sich dann dementsprechend auch gleich, wie du und ich auch. Wir gehen teilweise ins Restaurant, wir braten unsere Speisen mit Fetten, mit Ölen an und wir nehmen deshalb einfach zu viel Omega-6 zu uns. Und die Augen- bzw. Sehkraft wird unterdessen einfach mit dem zunehmenden Alter schlechter und lässt nach. Aber nicht nur aufgrund dessen, sondern auch, weil wir sehr, sehr viel am Bildschirm arbeiten, weil wir sehr, sehr viel TV schauen. Und ich habe mir hier eine Studie rausgeschrieben. Das war eine wirklich groß angelegte europäische Studie mit sehr, sehr vielen Teilnehmern. Und diese Teilnehmer haben jetzt bezogen auf die sogenannte Makuladegeneration einmal wöchentlich, mindestens einmal wöchentlich, sozusagen öligen Fisch gegessen, der eine hervorragende Quelle für die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA sind. Und das Ergebnis war, dass diese Menschen, die eben mindestens einmal die Woche dann wirklich einen Fisch integriert hatten,
ein halb so großes Risiko hatten, an einer Makuladegeneration zu erkranken bzw. diese zu entwickeln, wie Teilnehmer, die weniger als einmal wöchentlich Fisch aßen. Und ich finde, das ist schon sehr aussagekräftig. Das ist jetzt nur eine Studie von vielen, aber ich finde alleine, dass dazu wirklich geforscht wird, auch von diverse Augenzentren oder Wissenschaftlern, die sich wirklich auch mit Sehvermögen und dieser Makuladegeneration beschäftigen, zeigt doch davon, dass es super wichtig ist, gerade hier anzuspringen auf diese Studien und sich die Ergebnisse anzuschauen und dann dementsprechend auch zu handeln. Bevor wir jetzt zu der sogenannten Myopie kommen, zu der Kurzsichtigkeit, noch ein Absatz, den ich euch gerne vorlesen möchte. Und zwar geht es da um den Augendruck, also um das Glaukom. Und zwar legen inzwischen auch mehrere Studien nahe, mit fortschreitendem Alter besonders auf seinen Omega-3-6-Haushalt quasi zu achten, beziehungsweise genügend Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen, aufgrund dessen, dass essentielle Fettsäuren auch das Abfließen der Tränenflüssigkeit fördern und somit sozusagen den Augendruck geringer werden lässt. Und so kann man dann wiederum dieses Glaukom vorbeugen. Kommen wir jetzt zur Kurzsichtigkeit. Kurzsichtigkeit ist eines der größten Sehbehinderungen weltweit und beeinträchtigt wirklich sehr, sehr viele Leute. Wenn man tatsächlich mal genau darauf achtet und seine Wahrnehmung schärft, dann wird einem erst deutlich, wie viele Menschen überhaupt eine Brille tragen und von dieser Myopie betroffen sind. Leider ist es ja so, dass es dann heißt, wenn man zum Augenarzt geht, dass eine gezielte Prävention nicht möglich ist. Ich habe euch allerdings eine Studie rausgesucht, die sich damit beschäftigt hat, und zwar genau damit, ob man sozusagen durch eine Supplementation von Omega-3-Fettsäuren gezielt diese Myopie vorbeugen kann oder sogar lindern kann. Dazu muss ich sagen, dass diese Studie an einem Tiermodell durchgeführt wurde, was jetzt natürlich nicht super toll ist. Allerdings möchte ich jetzt nicht auf die Tiere hinaus, die mit dieser Studie verbunden sind, sondern ich möchte darauf hinaus, dass man das natürlich nicht 1:1 auf den Menschen übertragen kann. Trotzdem ist es natürlich ein sehr deutlicher Hinweis darauf und ich persönlich finde, es ist einen Versuch wert für Betroffene. Das Ergebnis war, dass sowohl bei den Meerschweinchen als auch bei den Mäusen diese Entwicklung der Myopie sozusagen abgeschwächt werden konnte und verlangsamt werden konnte. Und dann war es auch noch so, dass bei einer bestehenden Myopie, bei einer bestehenden Kurzsichtigkeit durch gezielte Injektionen ins Auge von DHA eine bestehende Myopie sozusagen abschwächen und lindern kann. Und deshalb gehen Sie davon aus, dass diese Studie, die davor durchgeführt wurde mit Mäusen und Meerschweinchen, tatsächlich auf den Menschen zu übertragen ist und ungesättigte Fettsäuren, sprich Omega-3-Fettsäuren, explizit dazu da sind, dass man eine Myopie sozusagen kontrollieren könnte und hier auch präventiv agieren könnte. Und ich finde das super, super interessant und ich wollte schon sehr, sehr lange ein Video über unser Sehvermögen drehen und vor allem auch, was man präventiv dafür tun kann, und das ist unterm Strich einfach die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren. Ihr wisst inzwischen, dass ich auch schon sehr, sehr lange mit der Firma Norsan zusammenarbeite und auch mein Algenöl täglich einnehme. Und dabei geht es aber auch wirklich um den täglichen Gebrauch, denn sonst hilft das Ganze nichts, weil wenn man einmal am Tag eine Liegestütze macht, dann trainiert man den Muskel sozusagen ja auch nicht, sondern es bleibt alles so, wie es ist. Man muss regelmäßig dranbleiben, man muss es regelmäßig einnehmen, um wirklich eine Verbesserung spüren zu können. Und ich möchte jetzt keine Heilversprechen machen, ich habe nur lediglich die Studienlage aufbereitet und euch dargestellt. Und wen es interessiert, ich habe euch unten in der Infobox den Link reingepackt von diesen Omega-3-Fettsäureölen. Ich nehme, wie gesagt, das Algenöl, das ist pflanzlich und vegan. Es gibt aber natürlich auch ein hochdosiertes Fischöl und ihr braucht keine Angst haben wegen der Schwermetallbelastung. Das wird wirklich regelmäßig und sehr sauber überprüft bei Norsan. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr das bei euren Verwandten, Bekannten, Freunden auch mal thematisieren würdet, die von einer Makuladegeneration oder von einer Myopie betroffen sind oder aber auch von zu hohem Augendruck oder einem Glaukom, das natürlich durch zu hohen Augendruck auch erst entsteht, betroffen sind. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich habe euch weitere Studien und Artikel dazu nochmal unter dem Video verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dahin. Tschüss.